Und damit willkommen zur zweiten Mission der Wikinger-Kampagne, beziehungsweise genauer ist ja nicht ganz Wikinger, der Kampf um England-Kampagne, bei der wir sowohl Wikinger als auch Angelsachsen spielen. Ja, zur zweiten Mission Heraclea, die Reise gen Süden. Schade, ich dachte, es geht gen Italien. Der Marsch der Kreuzritter durch Anato... Ich habe so das Gefühl, wir müssen... Ja, okay, alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ich wollte gerade sagen, es war ein ziemlich spontaner Themenwechsel. Och Mann, ist das jetzt schon... Ist das mein Limit? Ist das das Limit, wo, wie weit ich gehen kann mit der deutschen Version? So viel zum Traum. So viel zum Traum. Jetzt muss ich wohl mit der 1.4er Version weiterspielen. Beziehungsweise mit der englischen Version. Ihr möchtet ich wollte schon gerade sagen, Heraclea ist ein bisschen... kam mir irgendwie anderweitig bekannt vor. Ja, so viel zu dem Thema. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die englische Version drauf habe. Also gut, dann habe ich jetzt mich spontan entschieden. Machen wir eben mit der englischen Version weiter. Dann übersetze ich das einfach mal spontan aus dem Kopf raus. Was musst du an Beschreibungstext lesen? So, da wären wir jetzt, wo wir auch hingehören. Also, Mission 2, Cornwall, der König im Exil. Ja, das sieht mir schon ein bisschen besser aus. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen besser so von der Positionierung. Also, ohne Truppen und verbündete Alliierte zurückgelassen, ist Alfred, der König von Wessex, gezwungen, sich unter der normalen, gewöhnlichen Bevölkerung zu verstecken. Er sammelt Ressourcen und loyale Leute, sag mal einfach mal, loyale Bevölkerung in den piktischen Landen von Cornubia. Oder in den piktischen Land of Cornubia, wenn man einfach bei den Eigennamen bleiben will. 300 Brote, 200 Speere. Wir können auch Brote und Speere kombinieren und die historische Waffe des Baguettes erfinden. ja. Manage... The small village, jetzt wollte ich es auf Englisch vorlesen, meine Güte. Hier, verwalte eine kleine Siedlung auf der Halbinsel, auf einer Halbinsel, um Nahrung und Waffen ihm hier zu erhalten. Wir können, das Gemeinste ist nicht unbedingt das Wort wörtlich übersetzen, sondern die Grammatik immer richtig zu stellen, weil da muss man im Kopf immer wieder sortieren. Wir können noch keine wirkliche Gefahr für die denen darstellen, aber wir müssen irgendwo anfangen. Hütet euch vor kleinen Gruppen, vor kleinen Räuberbanden quasi, von Wikingern, die hier herumplündern. Okay, alles klar. Wir brauchen eine Balance zwischen Brot und Speerprodukten. Und wie gesagt, machen wir einfach Baguettes, da haben wir beides. Wunderbar. So angespitzte Baguettes vorne. So ein bisschen trocknen lassen, das sind die steinhart, dann geht das schon durch. Drei Weizenfarmen und eine Mühle wird genug Mehl produzieren, um 8 Bäckereien am Laufen zu halten. Ach, die klassische Formel wird hier angegeben. Drei Weizenfarmen, eine Mühle. Okay, fürs normale Stronghold haut es... Moment mal, wir haben ja Crusader, aber mit der Stronghold 1 Wirtschaft, weil das ja die Dinger sind. Es ist immer ziemlich schwierig, das immer 1 zu 1 für Crusader dann zu übernehmen. Weil ich glaube, da war das ja nochmal ein kleines bisschen anders. Eine kleine Gruppe... bitte was? Wir sollen versuchen, eine kleine Gruppe von Lanzenträgern, hier Spearmen, also eigentlich Speerträgern und Bogenschützen zu nutzen, um die Banditen zu züchten. Hört, das einzige Kontext, der mir bei Hört eigentlich kommt, sind eher die Hurtables, also hier, ja, wenn du so willst, Zuchttiere. ja klar, dann züchten wir mal ein paar Banditen. Das klingt, ich glaube, es ist irgendwie gemein, um die hinzuhalten, würde ich einfach aus dem Kontext nehmen. Den Brotverbrauch quasi auszustellen, wird mir erlauben, ein bisschen früher, also ein gutes Stück früher, mein Ziel zu erreichen mit den 300 Brot. Okay, alles klar. Wunderbar, dann würde ich sagen, start mal rein. In Karte angucken. Mit der tollen Pause. Oh. Das sind quasi kleine Schiffchen, die hier vor Anker liegen, ne? Mit einzelnen kleinen Leuten. Tja, wie schon oft erwähnt, da es hier keine Schiffe gibt, muss man kreativ werden. Da. Wunderbar. Der Kunstspeicher da hinten. Was können wir bauen? Kein Marktplatz. Ja.
Wer das gut, okay, bei Wirtschaftsszenen verstehe ich das wirklich noch, weil da will dich das Spiel ermuntern. Junge, das machst du mal schön selbst alles. Okay, dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach mit Fortsetzen. den Grundlegendsten an. Ist echt schön gemütlich hier, ne? Na gut, kleine. Ist auch eine Halbinsel, ne? Die haben nicht gelogen. Schreiben hat mich nicht angelogen, ich bin überrascht. Ach ja, jetzt übrigens, wir spielen wieder mit schlechterer Performance. Also wenn es jetzt nicht ganz flüssig läuft. Also selbst nicht mal 30 FPS. Da ich mit Camtasia aufnehme, wird die Leistung gerne mal ein bisschen runtergezogen. Mit dir von der Bildschirmaufnahme, wie gesagt, anders kann ich es nicht aufnehmen. Danke, Firefly, für die neuen Updates, die das Spiel performance-technisch, zumindest aufnahmetechnisch, kaputt gemacht haben. Ich bin sehr glücklich. Okay, also Speer- und Brotproduktion brauchen wir eine gute Balance, hieß es. Das bedeutet, wir produzieren nur Speere. Ich habe mich entschieden. Machen wir mal hier. Keine Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Ich Veränderung der bräuchte Schatzschau, tatsächlich mal ein bisschen Geld. Ein bisschen Kleingeld. Haut mal rein, bitte, weil das könnte ein bisschen eklig sein, zu lange zu warten. Wir kriegen. So, dann machen wir mal neben allem anderen wirklich mal schön Apfelproduktion erstmal. Wir haben nicht das Holz aktuell, eine richtig große Brotproduktion einzureihen und das können wir später. Ich meine, wir können ja von Äpfeln überleben und die Brote einstellen einfach. Und dann passt das. So. Unsere Lebensmittelvorräte Wenn mal das alles so schwören läuft, euer Gnaden. dass wir bei Zeiten. Ich würde schon wirklich gern bald mit der Truppenproduktion anfangen. Wer weiß, wann hier der Bär stirbt. Komm, machen wir noch einen Jäger hier in etwa. Die Entfernung zum Wild ist ein bisschen. Unsere Apfelgärten sind kahl, so. my Lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Günthers Haarpracht ist kahl, mein Lord. Das Volk vermutet. Das ist einfach nur eine Glatze hat. Mir gefällt es nicht, dass wir einen Brunnenarbeiter haben. Ich krieg schon wieder schwere Flashbacks zur verloren gegangenen Saga. Das hat mich gezeichnet, einfach nur. Ich kann mich schon wirklich. Ich kann mich Saga-Veteran nennen. Es kommt nicht nur mir so vor, oder? Bei der Musik. Die Musik klingt ein bisschen dumpfer. Vorräte sind sehr knapp, Sire. Die Musik hat schlechtere Qualität gerade. Das Volk liebt euch, my Lord. Interessant. Ich müsste nach dieser Mission mal gucken, ob Stronghold Europe irgendwelche Sonderteile überschrieben hat und dafür Sound mit niedrigerer Qualität eingebracht hat. Aber das war doch vorher nicht so. Oder haben wir diesen Song einfach selten gehört? Oder habe ich gerade was mit den Ohren? Also solltet ihr keinen Unterschied bemerken, habe ich nichts gesagt. Aber mir kommt es gerade so vor, als würde hier der Soundtrack gerade dumpfer klingen, als ich ihn gewohnt bin. Vielleicht gehen meine Kopfhörer kaputt. Vielleicht bin ich aber nur senil. Wir könnten auch mal einen Steinbruch bauen, dass wir hier die Ausbildungsgebäude machen können. Wenn nicht gerade Rehe im Weg stehen. Ja, super. Ich glaube, da können wir nichts machen. Kreuze sollten wir noch haben. Warum kommt rein? Das Volk hat eine hohe Meinung. Nicht genug. Was könnte man machen? Wir könnten eine Kirche machen, um die Beliebtheit zu erhöhen. Böse Dinge könnten sich tatsächlich lohnen, aber aktuell haben wir zu wenig Beliebtheit, um da gerade gegenzusteuern. Es sei denn, wir gehen dann natürlich. Ja, ich glaube, böse Dinge könnten tatsächlich eine Alternative hier darstellen. Alle guten Dinge sind böse Dinge. Wir könnten Gräben machen. Aber cheesen könnten wir damit wohl weniger. Schließlich. Können wir keine Zugbrücken oder sonst irgendwas bauen? Das ist gut. Hätte ich ja sowieso nicht vor. Ich meinte bloß. Es ging nur um die reine Möglichkeit. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Gehen wir mal hoch vom Spieltempo. Gibt ja keinen Grund, hier zu warten. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ich liebe es. Lebensmittel gestohlen, ihr Pinoas. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Aber hey, es kommt Zeug rein, das ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch die ersten Steine und dann sind wir eigentlich schon mal so ein kleines bisschen auf einem Zweigengrün. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire.
Und ich brauche wirklich mehr Nahrung. Aber wir haben nicht sehr viel Alternative. Ich glaube, wir sollten wirklich mal so langsam anfangen. Das Getreide rein pulvern zu lassen. Ich meine, Schädlinge vernichten unsere Weizenernte, Sire. Das geht ja gut los. Gut, mach mal ein bisschen mehr, dass das mal läuft. Weil wenn es jetzt durchgängig Schädlinge sind, dann habe ich natürlich das Problem. Ich meine, selbst bei durchgängig Schädlingen können die Weizenfarmen produzieren, aber nur eine kleine Lieferung pro gesamten Intervall. Das weiß ich auch aus der Vergangenheit, aus einigen Missionen, die mich da ein bisschen arg beuteln wollten. Banditen treiben euer Lordschaft. Das ist nicht euer Ernst. Das kann nicht. Ich hab doch noch nicht mal. Wenn ich nicht sofort als allererstes den Steinbruch mache, kriege ich nicht. Drei Stück, wir haben der Nummer. Ist der Lord überhaupt hier? Vorräte sind sehr knapp, Sire. Ah, super, jetzt unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Ja, schön. Wir benötigen nicht mal Stadtsteine. Steine. Ich wünschte, ich könnte den normalen Ausbildungsposten machen, einfach. Ja, super, jetzt kommen die Ochsen natürlich nicht gescheit zurück. Mann! Ah, okay, das würde ich wirklich, Alter. Bei sowas ist die Mission wirklich treibend, Error sein. Du denkst, die Nahrungsvorräte, ja, genau, sie tut das euch verpellt. Ja, super. Ich meine, schön, dass die sich jetzt wieder verkrümeln. Das aber das größte Problem ist, aber trotzdem, ich kann, selbst wenn die das nächste Mal kommen, mir wieder meinen Ochsenjoch. Das kann nicht euer Ernst sein, ey. Das ist wirklich Trollerei. Unsere aber auf hohem Niveau. Wachsen, Sire. Oh Mann, ist das kacke. Lasst mich raten. Das wird jetzt natürlich. Mit dem Holz muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich mach mal eine Holzfüllette hier. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich wette genau, es werden die Angriffe jetzt genau in den Intervallen kommen, dass ich ums Verrecken nicht das Ausbildungslager gebaut bekomme. Ich habe so das gemeine Gefühl, dass ich jetzt im Teufelskreis stecken bleibe. Einzige, wie ich das irgendwie schützen könnte, werden unter Umständen fallen. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit. Ich würde am Anfang erstmal jetzt nur ein Ochsenjoch bauen, dass ich. Die Hasen sind auch eine coole Sache und ja, ohne Ausbildungslager. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Also, wir kriegen gut Speere rein, so ist es nicht. Ich würde halt gerne mal irgendwas damit anfangen. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnade. Also, ich habe ja nicht mal den Lord. In Gefahr. Ich fühle mich gerade wieder so ein kleines bisschen gehandicapt. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Oh Gott, ja, ja. Es ist wunderschön, dass ich jetzt richtig mega Mehl da habe. Bringt mir nur wenig, wenn ich. Flaschenhälse überall. Nee, oder? Ach komm, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das Spiel will nicht, dass ich Truppen ausbilde. Es ist unglaublich. Ah. Ja, 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 danke. So, erstmal einen, dass wir überhaupt was reinbekommen. Wenn jetzt wieder Banditen kommen, dann starte ich neu. Dann habe ich nämlich. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ach, da war ja nicht viel drin. Die Nahrungsvorräte. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte. Das macht keinen Unterschied. Ich meine, im Idealfall macht man die Bäckerei. Also, im Idealfall ist die Aufteilung so: Kornspeicher, Vorratslager und da die Bäckereien. Die Bäcker gehen hin, holen sich das Mehl, backen. Bringen es zum Kornspeicher und das Schöne ist, wenn das Vorratslager dazwischen liegt, auf dem Weg zurück zur Bäckerei, nehmen sie gleich das Mehl mit. Das ist so mit der effizienteste Weg, den man einplanen kann. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte. Ganz ehrlich, was hält mich davon ab, den Kornspeicher schnell zu platzieren? Da ist eh kaum was drin. So, Bäcker, da. Wir benötigen Holz. Gebäude stehen in Schatz. Nein. Ach Gott, ich hasse es. Ich hab's. Wieso wusste ich es und wieso habe ich trotzdem nichts gemacht dagegen? Ah, verdammt. Das geht ja gut los. Gut, es hat nur diese drei Gebäude erwischt. Ich muss feuerfester bauen. Ach komm, das ist nicht.
Nee, 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 nee. Ihr könnt mich mal. Ich steck in dem Deathloop gerade. Das wird mich nicht weit bringen. Okay, das mit das allererste, was wir bauen müssen. Steinbruch plus Ochsenjoch. Ansonsten komme ich auf keinen grünen Zweig. So, jetzt noch schön Holz. Stadt machen, verbrauchen. Für richtig schön Stadtboost an Geld. Das ist die Mission des Trial and Error. Ich glaube, beim ersten Mal, du musst schon wirklich Glück haben, dass du beim ersten Mal alles richtig machst. So, hier und da und da hinten bitte noch mehr. Ich möchte es aber nicht übertreiben mit Holzfällern, weil nachher haben wir gar keine Bäume mehr. Und ohne Baum, da glaube ich es kaum. So, wir brauchen dann natürlich auch mehr Brunnen, aber... und ich muss ein bisschen feuerfest bauen. Das bedeutet mit großen Abständen. Tut mir leid. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Da darf ich vielleicht auch irgendwo mal... Ah, okay. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Und die Apfelgärten gehen auch schon los. Ja, nein. So, jetzt, nach einer Weile, jetzt können wir den zweiten Ochsen noch mit dazu platzieren. Ich wette, selbst mit der ganz Anfangsplatzierung wird's knapp. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen schnell. Wisst ihr was, das speichern wir. Wie hieß die Mission nochmal? Ach komm, was soll's. Wikinger. Ja gut, Wikinger 2. Das klingt gut. Gefällt mir. Wir benötigen Holz. Ja, ich müsste jetzt auch mal... Ja, es ist schön und gut, wenn ich jetzt die Steine habe, aber ich brauche trotzdem relativ bei Zeiten die Ausrüstung. 80, dann guten zweiter Ochsenjoch und dann habe ich mein Ausbildungslager. Und dann kann ich es eigentlich... Gut, okay, ein bisschen Reservesteine zu haben, um Notfall... Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. So, das sollte eigentlich hinhauen. Ja, das ist eigentlich genug Abstand. Und mit solchen Abständen müssen wir jetzt aktiv arbeiten. So sind es leider die... Mission mit Feuer in Stronghold. Feuer ist zum Glück überhaupt nicht OP. Okay. Man muss nur genug Brunnen bauen. Passt, apropos Brunnen. Ich werde jetzt warten. Ein paar Jäger noch. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Und nicht zu nah dran, sonst fängt der Korn. Wenn der Kornspeicher Feuer fängt, habe ich ein Problem. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Vor allem, Sire, wenn ich nicht rechtzeitig löschen kann. So, jetzt können wir mal umswitchen. Eine Botschaft von eurem Informanten. Ja, keine Sorge, aber eh nichts groß drin. So, zack, bitte Getreide. Pass auf, jetzt gehen die Schädlinge gleich sofort los. Die haben nur gewartet. Das ist wie die Bakterien, die warten, bis die 5-Sekunden-Regel vorbei ist. Die ganzen Schädlinge, die waren jetzt schon in der Gegend auf der Lauer und haben gewartet, bis da so eine Weizenfarm aus nichts aufploppt. Das ist wie so Jäger auf der Beute einfach nur. Keine weitere Weizenfarm mehr? Übrigens schön, dass ihr die Regel macht von wegen drei Weizen, also diese klassische Aufstellung, wie viel Weizenfarm auf was genau, aber dann so viele Schädlingsevents reinmacht, dass diese Formel nie im Leben in der Praxis umzusetzen ist. Davor, wie ich jetzt so Schaum vom Mund habe, weil ich so rumwütend bin. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, ist gut. Ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Kornspeicher. So. Weil wir brauchen ja auch 300 Brot. Das kriegen wir mit einem Kornspeicher eh nicht hin. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Jip. Bin zur Stelle. Ja, geil. Wow, diese Truppenanzahl ist ja... Gut, wenn die wieder hergehen und den Stein kaputt machen, von mir aus. Ich habe jetzt... Ja gut, ich habe... Bitte, Ochse, schaff das. Schaff das bitte noch. Ochse, du kannst das. Ich wette drauf. Den einen noch abgeben, nur für den Fall, dass mir das Ausbildungslager zerstört wird, ist keine so schlechte Idee. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Gut.
gut. Okay, das Ausbildungslager darf einfach nicht kaputt gehen. Ihr könnt auf uns zählen. Wir verlieren ein bisschen Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, seht zu, dass ihr... Auch jetzt haben sie nur... Wäre das letzte Mal so nett gewesen, wäre ich nicht in einem Todeskreis stecken geblieben. Komm, einmal Lieferung bitte noch. Bitte hier nach. Ich meine, ich kann auch sehr viel mit Jägern arbeiten. Die schießen ja auch auf Patronen. Obwohl, Song of Crusader machen die das nicht so gut. Das habe ich auch schon mal getestet. Also zumindest ein Kreuzzug spielen nicht. Ich weiß nicht, wie es bei normalen ist. So. Extra Brunnen, bitte. Noch ein Brunnen. Noch ein Brunnen. Noch ein Brunnen. Okay, bei Bäckereien kann ich wirklich mal sagen, ich mache 4er-Packs. Wir benötigen Holz. Wohin gehen wir? Bereit. Unsere Truppen irgendwo hin, total, wo sie nicht einfach, wenn das Feuer spontan ausbricht. Das Hexerei, so spontaner Napalm-Angriff wieder. Ist ja nicht so, dass du irgendwo so einen kleinen Brand hast, der sich dann ausbreitet, dass die Truppen dann, dass die Leute dann sagen, oh, da bricht ein Feuer aus, ich glaube, ich gehe mal weg. Ne, das ist einfach so, da kommt eine Tankkappenbombe vorbei, wirft einen Napalm-Teppich ab. Und erstmal, die halbe Stadt geht in Flammen auf. So in etwa ist Feuer in Stronghold. Herzlichen Dank. So. Oh Gott. Ich glaube, eine Mühle wäre keine schlechte. Oh Gott, verdammt nochmal. Die Hasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Die Bunnies. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. 20 Sperre. Dafür würde eigentlich eine Britney erreichen. Schlafkammer. Könnt auf uns zählen, euren Wunsch. Dann haben wir bald das Zeug. Das Volk hat eine hohe Meinung. Keine Sorge. Das schaffen wir schon irgendwie. Alle schadenfrohen Leute zu. Oh. Ich kenne euch doch mittlerweile. Schädlinge vernichten unsere Weizenernte. Ja, jetzt müsste bald das Brot kommen. Das Volk ist auf der einen Seite negative Angstfaktor durchaus nützlich, aber auf der anderen Seite, es gibt nicht sehr viel, womit ich jetzt aktuell gegensteuern kann. Was Beliebtheit angeht. Die Kirche okay. Aber ansonsten wird es echt schwierig, weil dann muss ich natürlich im Gegenzug auch mit den Rationen noch höher gehen. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Unsere Goldvorräte wachsen. Doch da stecke ich dann so ein bisschen in dem Problem. Mein Herr, eine Botschaft von eurem Informanten. Vielen Dank. Warum kam jetzt eigentlich noch kein Foto? Ah, okay, ich verstehe. Ich glaube, das Feuer ist nicht zeitgetriggert, sondern eventgetriggert. Frage ist, was es auslöst. Aber wir werden ja sehen. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ja. Sollte eigentlich soweit abgekapselt sein. Sehr gut. Das war der Plan hinter allem. Bin zur Stelle. Banditen treiben in der Nähe der Burg. So, Freunde, ihr wollt euch also mit mir anlegen. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ganz ehrlich, ich brauch die Ernte geht zugrunde, euer Gnaden. Dein Leben geht zugrunde. Eingestellt, mein Lord. Bitte mal einstellen, ich brauch da nichts mehr. Wo kommen die eigentlich? Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Machen wohl französische Banditen. Darf man den Gerüchten über Banditen Glauben schenken? Also ich glaube, das mit den Gerüchten über Banditen, das ist jetzt tatsächlich realistisch. Das Problem ist aber, es ist trotzdem Minus beim... Ach, Gnaz, ach, Stuhl, ja. Es wird echt ein paar Monaten habe ich meinen Umzug, dann hole ich mir auch den neuen Stuhl, dann ist alles gut, dann habe ich nicht mehr das... Ihr glaubt kaum, ich meine, es ist zu Meme geworden, dass mein Stuhl die ganze Zeit am Knarzen ist, aber ihr glaubt kaum, wie unangenehm das ist, dass ich während einer Aufnahme still und absolut starr vorm PC sitze, um so wenig Geräusche wie möglich mit dem Stuhl zu machen, weil die kleinste Bewegung umknarzt. Ich bin da quasi so wie festgefroren vom Monitor. Komplett unverfroren. So, jetzt haben wir aber ordentlich Religion. Ich glaube, damit
kriegen wir jetzt mal halbwegs was hin. Es sieht halbwegs hübsch aus, unser Dörfchen, muss ich sagen. Kann sich durchaus sehen lassen. Zumindest. Eure Beliebtheit steigt. Ist es gut gewollt, gut gemeint. Ich hab's, ich war stets bemüht, das Beste aus dem zu machen, was mir die Mission bot. Ich war stets bemüht, auch ohne Marktplatz zum Ziel zu kommen. Schau mal, ihr bewerbt euch als Burgherr für Stronghold. Und bringt so eine Referenz mit. Das Volk liebt euch, my Lord. So, das haut eigentlich hin. Wir kriegen genug Mehl rein. Das Volk liebt euch, my Lord. Wir können jetzt echt über Angstfaktor nachdenken, so langsam. Rasen vermehren sich mit rasender Geschwindigkeit, euer Gnaden. Was natürlich nochmal gewaltig unsere Produktion pushen würde. Komm, machen wir mal so ein paar dekorative Galgen. Die Leute sollen ja wissen, was sie erwartet, wenn sie hier zu uns ziehen. My Lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Da weiß Jack Sparrow gleich, was los ist, wenn er hier vorbeisegelt. Das Volk huldigt euch. Minus 1 Grad mal, das ist ja sehr läppisch. Ich könnte auch mal vielleicht Sachen machen, die weniger teuer sind, weil der Effekt ist der gleiche. Es ist ein Platz haben wir eben. Schädlinge vernichten unsere Weizen. Und noch mal ganz fern weg die tollen Gruben. Herrlich. Was da oben? Das ist meine Winzerei. Da kommt der ganze Edelfusel her. Das ist wie mit Edelschimmel. Das wird veredelt durch die Gülle. Das sorgt für dieses gewisse Etwas, dass das beim Abgang richtig schön runterflutscht. Ich könnte ein paar Dungeons machen. Also ihr wollt mich doch verarschen, dass dieser eine Penner da hinten bei diesem Schiff jetzt zum Bogenschützen rekrutiert wurde. Eine Botschaft von eurem Informanten. Mein Herr? Ja gut, das könnt ihr kaputt machen. Das dient eigentlich noch ein bisschen als mein Puffer. Bin zur Stelle. So, die 30 Sperre soll ich eigentlich auch locker hinbekommen, vor allem mit dem Angstfaktor noch. Auch ein paar Hexenstühle, ganz ehrlich, hat auch noch niemand jemanden geschadet. Niemals. Zumindest nicht den Leuten, die nur zuschauen. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Noch mehr Banditen, weil ich noch nicht genug Probleme habe. Ah, okay, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Guck mal, ganz viele leckere Holzfällerhütten. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sehen die nicht appetitlich aus? Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Ach, hier, die Holzfällerbrigade. Los geht's. Da schätzt sie nichts. Sind etwa auf der Stärke von ganzen Dreh. Okay, das ist nicht ohne, was da an Feuer gekommen ist. Und genau jetzt, wo die mir auch noch meine Feuerwehr kaputt machen. Etwas gemeines Timing, muss ich sagen. Warum habe ich eigentlich Gärten? Wollte mich verarschen? Stimmt, die waren eigentlich die ganze Zeit da, ne? Das Volk huldigt euch, Sire. Das Faktor weiter runter, dann kriegen wir das mit dem Brot auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind relativ kurz vorm Sieg. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann. Bin zur Stelle. Danke, eure Befehle? Danke. Bin zur Stelle. Ich gebe mein Bestes. Saving. Okay. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Wenn ich jetzt drauf anlege, kriegt man, glaube ich, relativ schnell das Ziel erreicht. Nochmal zwei Bäcker, um Brot zu pushen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Angst vor euch. Runter mit den Steuern. Junge! Runter mit den Steuern. Zurück mit den Rationen. Und schon sollten wir eigentlich relativ fix beim Ziel sein. Ansonsten stellen wir kurz das Brot sogar noch ein. Ist ja gerade nochmal eine Stelle offen. Hier bei mir. Das Brot wird jetzt mein Cutter. Obwohl, eigentlich sollten die Holzfäller mein Cutter werden, ne? Die haben da schon ein bisschen Übung drin. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wunderbar. Brot so gut wie fertig. Der letzte Speer kommt auch gleich noch rein. Ein extra. Extra Workshop dafür brauchen wir auch nicht unbedingt. Paul-Törne. Interessant. Jawohl, das haben wir. Der eine Speer noch. Und dann haben wir's. Ach, ich muss es halten. Gemein.
Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Das sollte so oder so machbar sein. Ich glaube nicht, dass das jetzt... Ja, ich muss es nicht mal einstellen. Ich darf bloß keine Speere ausbilden. Bin zur Stelle. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass keine Banditen kommen. Die vernichten unsere Weizenernte, Sire. Waffen kann man konspeichern, sehen alle noch gut aus. Ich gehe mal zur Sicherheit her und sage, der ein oder andere Brunnen mehr könnte jetzt niemanden umbringen. Also Leute fallen rein, aber da kann ich nichts machen. Geschwindigkeit, euer Gnaden. Unsere Ernte ist in Gefahr. Stell ich mal vor. Der Lord ist in den Brunnen gefallen, sei er. Wieso gescheitert? Das Volk vermutet, dein Leben ist gescheitert, Junge. Steckt. Also ich glaube, ich könnte wirklich... Na gut, darf nicht vergessen, eine Botschaft von eurem Informanten. Die Mühle ist jetzt der Flaschenhals. Deswegen, die Formel ändert sich vor allem dadurch, also die Formel, wie viele Mühlen auf Bäckereien, auf Getreidefarmen, ändert sich vor allem durch den Angstfaktor, denn die Mühle ist so ein Flaschenhals. Denn wir kriegen erhöhte Lieferungen von Getreide und wir kriegen erhöhte Lieferungen durch die Bäcker. Aber bei der Mühle sollte nach wie vor ein Getreide für ein Mehl sein. Das heißt, die Anzahl der Mühlen, die wir brauchen, sollte erhöht sein dadurch. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Das ist, ich sag's euch jedes Mal, Stronghold ist eine richtige Wissenschaft. Da kannst du echt, ähnlich wie Spirit of the Lore mit Age of Empires 2, da kannst du schon fast einen Studiengang einfach aufmachen zu. Warum hat sich der Time resettet? Ich bin doch nicht unter 300 gekommen, das könnt ihr mir nicht erzählen. Komm, ich stell's mal ein. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden, das Volk liebt euer Gnade. Oh, oh. Au, 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 au. Au, au, du Kump. Hab ich keine... Bogenschützen bereit. Ihr könnt auf uns Rekruten benötigen. Ja, bitte. Ein leichtes. Mein Bogen ist euer. Eine Botschaft von eurem Informanten. Oh, also, okay, das Lebensmittel wegnehmen ist richtig kritisch. Bin zur Stelle. Das ist richtig eklig. Wenn die mir das immer wieder wegnehmen... Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Wenn die mir das immer wieder wegnehmen, kurz vor Ende des Ziels und sich durch der Timer zurücksetzt, ist das natürlich ein großer Haufen AA. Ja. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Das musste jetzt passieren, ne? Okay, es hat einige von den Günterleins verbrannt. Eure Beliebtheit sinkt. Dass Zeit bis zum Sieg ist, ist echt eklig. Und das Gemeine mit Lebensmittel stehlen. Das könnte mir jetzt kurz vor dem Sieg trotzdem noch alles kaputt machen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Komm, jetzt haben wir es gleich. Gnaden. Alles gut. Das war jetzt echt eklig zum Ende hin. Meine Güte. Erinnert mich an die ekligsten Wirtschaftsmissionen, die es in Original Stronghold gab. Böse. Aber gut, das war Mission 2. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur weiteren Mission. Also bis zu Mission 3 höchstwahrscheinlich. Also, ergibt am meisten Sinn irgendwie.